Frau hat dein komplettes Gehalt für Prada-Shopping auf den Kopf gehauen, wenn sie nicht irgendwo in Monaco mit Prinz Zipfel am Pimpern war. Konnte ja an keinem Kiosk vorbei, ohne dass man damit zugemüllt wurde. Ach komm, das bauschen doch diese Blätter immer total einseitig auf. Liebes toller Großbankspross verliert sein letztes Hemd an Dugino Erwin. Konnte ja schon den Namen von der Medie annehmen, obwohl es eigentlich nie geplant war. Du bist so ein Trottel. Aber du bist mein Bruder. Hast du vielleicht ein bisschen was Bares? Ich habe echt noch keine Geschenke für die Herrschaften. 300-400 Euro, das reicht völlig. 100. 50. Du bekommst es auch wieder, Ehrenwort. Ich meine, wenn mich diese verdammte Scheidung nicht völlig... Ach, Frau Karlhaupt, ja, hier spricht Bloch Kremmendorf. Also, Wir haben es jetzt nochmal besprochen. Für 900 geht Jesse James an Sie. Bitte. Der Jesse ist nicht nur ein reinrassiger Norweger, sondern auch ein Freund fürs Leben. Damit sparen Sie sich künftig jede Kontaktanzeige, streichelweich immer an Ihrer Seite und ohne Schnorrerallüren. Ja, da, so einen Mann müssen Sie erstmal finden. Okay, ich komme noch heute Abend bei Ihnen vorbei. Bis dann. Oh, die Mary wird mir den Kopf abhacken, wenn sie das erfährt. Der Jesse kommt für Sie gleich nach dem lieben Gott. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür... Chippy, Nougat, Löwe, Tiger, Paula, Muschi, Jesse, Essen! Wo sind denn die Flottüten, verdammt nochmal? Sag mal, Bea, hast du unten die Tür aufgelassen?